Vielen Dank, das war eine Punktlandung. Ich wollte gerade die Redezeit anmachen. Nächster Redner ist Kollege Frömmrich, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich am Anfang dem Kollegen Klee danken für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir erleben konnten in den letzten Jahren im Innenausschuss. Er hat in dieser Legislaturperiode, ich glaube, über 100 Innenausschusssitzungen geleitet. Wenn wir gestern Abend getagt hätten, wäre es, glaube ich, die 109. Sitzung gewesen. Sie machen das in einer unnachahmlichen Art und Weise. Und ich sage jetzt schon, wir werden Sie vermissen. Herzlichen Dank. Sie hatten immer den Traum, dass irgendwann der Innenausschussvorsitzende vielleicht auch einmal für die vielen Sitzungen, die er kriegt, noch eine Apanage kriegt. Das haben wir leider nicht durchgesetzt. Der Präsident war dazu nicht bereit, in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, Sie haben aber etwas anderes verdient mit der Arbeit und wie Sie es gemacht haben. Sie haben das Vertrauen und die Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss gehabt. Das ist, glaube ich, ein Verdienst, den man geltlich gar nicht aufwerten kann, Herr Kollege Klee. Ich danke Ihnen sehr für die freundschaftliche und gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Herzlichen Dank für meine Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind ja schon ritualisierte Debatten, die wir hier führen. Ich finde, der Kollege Klee hat ja eigentlich sehr gut eingeleitet und hat auf die Problematik hingewiesen, was Sicherheit eigentlich bedeutet, was ist eigentlich, was muss der Staat den Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten und warum haben wir eigentlich ein Problem in unserem Land damit, dass die objektiven Zahlen, die wir vorlegen, eigentlich gut sind, wir in Deutschland, wir in Hessen in einem der sichersten Länder der Welt leben, viele Menschen zu uns kommen, auch Flüchtlinge zu uns kommen, weil wir in einem so sicheren Land leben. Und auf der anderen Seite, innerhalb der Bevölkerung, es ein subjektives Sicherheitsgefühl gibt, das mit den objektiven Bedürfnissen nicht übereinstimmt. Und das ist die Aufgabe von Politik, sich darüber Gedanken zu machen, wie man subjektives und objektives Sicherheitsgefühl wieder zusammenbinden kann. Und deswegen widerspreche ich ausdrücklich dem Kollegen Schaus in dieser Frage. Deswegen ist es wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir über diese Themen reden, dass wir uns hier im Hessischen Landtag darüber austauschen, dass wir über Fakten reden, dass wir darüber reden, wie die Sicherheitslage in diesem Land wirklich ist. Weil alles andere, was zurzeit in der öffentlichen Debatte geführt wird, wir haben es gestern gehört, der Ministerpräsident hat das, finde ich, sehr eindrücklich in der Regierungserklärung gesagt, wenn wir sozusagen den Sound, den die Rechtspopulisten streuen, nach alles ist schlecht in diesem Land, wir haben eine hohe Kriminalität, man kann abends nicht mehr auf die Straße gehen. Wenn wir diesen Sound weiterklingen lassen, dann erreichen wir die Bürgerinnen und Bürger nicht. Und dann ist es im Prinzip das Ziel erreicht der Rechtspopulisten, nämlich mit Angst und Hetze die Menschen zu verunsichern und sie auf ihre Seite zu bringen. Und deswegen ist es so eine wichtige Aufgabe für uns als Demokraten, hier darüber zu diskutieren und mit den Fakten uns auseinanderzusetzen und den Menschen Mut zu geben, statt Angst zu machen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir hier haben, und gerade in einer Debatte, wo es um die innere Sicherheit in unserem Lande geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich so manchen Redebeitrag höre, auch in der inneren Sicherheitsdiskussion, auch in den Debatten, die auf Bundesebene geführt werden, dann habe ich manchmal das Gefühl, es wird über ein Land geredet, in dem ich nicht lebe. Da werden Situationen geschildert, von denen ich glaube, dass sie nicht mit den Realitäten in unserem Land zu tun haben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns die Fakten vergegenwärtigen und dass wir deutlich sagen, wie denn eigentlich die Lage in unserem Bundesland und wie denn die Lage in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und lassen Sie uns doch in der Frage der inneren Sicherheit, und da gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Fraktionen, da gibt es mit Sicherheit auch Probleme, die benannt werden müssen. Da gibt es auch Punkte, an denen wir auch einen konstruktiven Streit führen müssen. Lassen Sie uns doch über die Wege streiten. Lassen Sie uns über die Maßnahmen streiten, ob das die richtigen Maßnahmen sind oder ob das die falschen sind. Lassen Sie uns darüber diskutieren, ob man an der einen oder anderen Stelle nachsteuern muss.
Natürlich gibt es Dinge, die man besser machen kann. Natürlich gibt es Dinge, die man anders machen kann. Aber hören Sie doch bitte auf, ein Bild zu stellen, dass alles schlecht ist, dass nichts funktioniert, dass alle Gebäude marode sind, dass wir eine schlechte Ausstattung haben und dass wir viel zu wenig Personal haben. Das entspricht nicht der Wirklichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will einmal zu den Fakten kommen. Mir würde dazu jetzt etwas einfallen, aber das würde, glaube ich, das Karma hier im Raum stören, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu den Fakten vielleicht. Hessen ist eines der sichersten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind auf dem Platz 3 der Kriminalstatistik für den Bund. Das ist, finde ich, doch eine erfreuliche Tatsache, die man einmal betonen sollte. Wir haben die niedrigsten Zahlen in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik seit 30 Jahren. Die niedrigsten Zahlen in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik seit 30 Jahren. Das ist doch eine gute Nachricht. Über diese Erfolge sollten wir uns doch alle freuen. Wir jedenfalls, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfraktionen, wir freuen uns sehr darüber, dass wir diese Zahlen vorlegen können und dass wir Zahlen haben, die seit 30 Jahren die niedrigste Kriminalität in unserem Bundesland beschreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kriminalitätsbelastung sinkt. Es gibt nur noch 2 Bundesländer, die bessere Zahlen vorweisen können als wir. Das ist doch erfreulich. Die Aufklärungsquote bei den Straftaten steigt. Wir haben in Hessen eine Aufklärungsquote von 62,8%. Nun kann man sagen, das hat nicht genügend Aussagekraft. Die Zahlen sind umstritten. Aber ich will einmal feststellen, alle anderen Bundesländer ermitteln diese Zahlen nach der gleichen Statistik und nach der gleichen Systematik. Und das sind doch wirklich gute Zahlen. Und wir sollten doch nicht den Sound, ich sage es noch einmal, derer verstärken, die genau auf diese Unsicherheit bauen, sondern wir sollten in diesem Haus feststellen, dass wir in einem sicheren Land leben und dass wir wirklich gute Zahlen vorzuweisen haben und dass Hessen und die Bundesrepublik Deutschland eines der sichersten Länder und die Bundesrepublik eines der sichersten Länder dieser Welt ist. Das muss man doch einmal betonen können in einer Debatte um die innere Sicherheit, ohne hier so Vorträge zu machen, wie der Kollege Schaus das hier vor mir getan hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch einmal zu den Fakten. Hessen hat in den vergangenen Jahren in dem Bereich der inneren Sicherheit viel unternommen. Mehr Personal, bessere Ausstattung, Investitionen in technische Ausstattung, verbesserten Rechtsrahmen. Das sind doch Maßnahmen, die man nicht nur einfach wegleugnen kann. Und das sagen ja selbst Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft der Polizei. Und ich will das hier einmal hinterlegen. Herr Kollege, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Herr Grün, GdP, Hessen setzt nahezu alle Forderungen durch. In Hessen Landesjournal 11/2017. Und da wird aufgezählt, die Stellen, die geschaffen worden sind. Da wird aufgezählt, dass sie sogar in den Basisdienststellen ankommen, die Stellen. Da wird gesagt, im Verwaltungsbereich freut man sich darüber, dass wir 120 zusätzliche Stellen für Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen haben. Da wird sich gefreut darüber, dass die Beförderungsmöglichkeiten für die Polizei verbessert worden sind. Da wird sich darüber gefreut, dass die Schutzausstattung der hessischen Polizei besser geworden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind doch erfreuliche Tatsachen. Lassen Sie uns doch darüber freuen und lassen Sie den Menschen in unserem Land doch sagen, dass sie in einem sicheren Bundesland leben und dass wir eine gute und gut ausgestattete Polizei in diesem Land haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das würde auch helfen, das subjektive Sicherheitsgefühl in diesem Lande zu stärken. Und noch einmal, wir werden im Jahre 2022 1.520 Polizeivollzugsbeamte mehr im Dienst haben, 11% mehr als 2015. Und wenn Kollege Greilich hier kritisiert, dass es jetzt zu wenig sind, dann muss ich doch einmal in Ihre Richtung sagen, Herr Kollege Greilich, die Polizeibeamtin, die 2017 fehlt, hätte 2014 unter Ihrer Regierung ausgebildet werden müssen. Da muss man sich doch einmal anschauen, was man selber gemacht hat in der Zeit, in der man Verantwortung getragen hat, lieber Herr Kollege Greilich, aber sich hier vorne einen schlanken Schuh zu machen und die Probleme, das wenige Personal, was man jetzt hat, darauf zu schieben, dass die jetzige Regierung das gemacht hat, ist doch zu kurz gegriffen. Sie hätten die seinerzeit ausbilden müssen, dann müssten wir heute nicht darüber diskutieren, dass wir all das nachholen müssen. Das ist doch ein Fakt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben 2015 damit begonnen, zusätzliche Polizeivollzugsstellen zu schaffen. Ich habe gerade gesagt, bis 2022 1.520 zusätzliche Stellen. Und auch das Projekt Kompass, über das wir ja auch hier schon des Öfteren geredet haben, auch das Projekt Kompass ist, finde ich, ein gutes Projekt, weil es genau das Problem aufgreift, über das wir geredet haben, über das subjektive Sicherheitsgefühl. Und wenn es ein Auseinanderdriften von Kollege Frömmrich, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Komme sofort zum Schluss, Frau Präsidentin. Wenn es ein Auseinanderdriften geht, dann ist es doch wichtig, dass ich verschiedene Gruppen zusammenbringe, dass ich versuche, durch einfache Maßnahmen in den Gemeinden das Sicherheitsgefühl zu verbessern, Beleuchtung, Bebauung und andere Dinge. Das sind doch ganz leichte Maßnahmen. Da brauche ich noch nicht einmal Polizei für. Da ist Prävention, Projekte zu stärken. Das ist ein guter Ansatz. Deswegen ist auch Kompass gut. Und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass das subjektive Sicherheitsgefühl mit dem Objektiven wieder zusammenkommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sofort zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wäre etwas, was wir alle gemeinsam machen können. Damit können wir auch Rechtspopulisten in diesem Land deutlich die Stirn bieten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faeser, Fraktion der SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe nicht vor, das Karma kaputt zu machen, aber ich glaube, in der Tat wird es auch noch einmal gleich um ein paar Fakten gehen. Ich möchte beginnen mit dem Kollegen Klee. Und, lieber Horst, ich finde es auch sehr schade, dass du aufhörst. Und ich will noch einmal auch deine unnachahmliche Art, den Ausschuss zu führen, hier betonen. Und ich will vor allen Dingen aber auch deinen kritischen Geist noch einmal hervorheben. Und für mich ist unvergessen und wird es auch bleiben, wie wir gemeinsam dafür gekämpft haben, du gegen deine Landesregierung, dass die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden bleibt, ein großer Erfolg. Herzlichen Dank dafür, auch im Sinne der hessischen Wasserschutzpolizei. Und Herr Kollege Frömmrich, da fällt mir viel zu ein, zu Ihrer Rede. Aber ich will sagen, das subjektive Sicherheitsgefühl, ich glaube, da stimmen wir hier in diesem Hause in der Tat überein, dass man nicht etwas herbeireden sollte, was andere da gerade außerhalb dieses Parlaments machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dieses Signal von dieser Stelle auszusetzen, dass wir sagen, man muss nicht etwas schlechtreden, was nicht so ist, und der Bevölkerung nicht das Gefühl geben, sie leben unsicher, weil in der Tat die Gesamtkriminalitätszahlen zurückgegangen sind. Das ist aber bundesweit der Fall. Und, Herr Kollege Frömmrich, das gehört dann auch dazu, das an der Stelle zu erwähnen und nicht so zu tun, als wenn das der alleinige Erfolg dieser Landesregierung wäre. Und ich finde schon spannend, was in einer Debatte über die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Menschen vor Ort heute hier alles verarbeitet wird. Ich versuche mich einmal an dem Antrag auch von CDU und GRÜNEN zu orientieren, der erneut wieder das tolle Programm Kompass in den Mittelpunkt stellt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das mit dem Toll meine ich sehr ironisch, weil wir nämlich immer noch nicht wissen, was sich seit Ende Mai, als wir das letzte Mal einen Setzpunkt der CDU dazu hatten, eigentlich verändert hat, bis auf die Tatsache, dass es statt 4 Modellkommunen jetzt 17 sind. Das sind immerhin nur 4% aller Kommunen in Hessen. Wir finden nicht, dass es ein besonderer Punkt ist, den man hier herausheben muss, meine Damen und Herren. Und der Kollege Greilich hat das richtig beschrieben. Was ist denn das Programm Kompass? Viel Lärm um zu wenig. Das finde ich ist eine gute Beschreibung, weil wenn man mal guckt, was ist das eigentlich? Eine Kooperation des Landes und der Kommune, um die lokale Sicherheitsarchitektur zu stärken. Ja, meine Damen und Herren, das machen doch die Kommunen schon seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten. Und ich will ein paar wenige Beispiele hier aufnehmen, die sicherlich Ihre Zustimmung auch finden. Sicheres Gießen in der Stadt Gießen wird seit 2007 gibt es eine ganz enge Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Gießen. In Marburg gibt es seit Neuestem unterzeichnet von Ihrem Bürgermeister Herrn Stötzel und dem Polizeipräsidenten Paul eine Initiative, eine Vereinbarung zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt Marburg.
alles ohne Kompass und diesen Innenminister, meine Damen und Herren, sehr erfolgreiche Projekte, wofür man ein solches Programm nicht braucht. Kollege Bauer, indem Sie das reinschreien, dass jetzt 66 Kommunen da Interesse daran haben, das macht das Ganze doch nicht besser. Sie machen ein Programm, um vor der Landtagswahl zu suggerieren, es sei so sicher vor Ort, Sie würden so viel für die innere Sicherheit vor Ort tun. Das ist falsch, wie ich Ihnen gleich aufzeigen werde, weil ich nämlich, ja, Herr Frömmrich, von 423 Kommunen 17 zu haben, sind gerade einmal 4%, und es wird auch nicht mehr, wenn Sie das ständig reinrufen. Und Herr Kollege Frömmrich, ich sage auch gleich noch einmal etwas zu meiner Heimatkommune. Das macht mir nämlich an der Stelle auch Freude. Aber ich will Ihnen einmal etwas sagen, was die öffentliche Sicherheit und Ordnung vor Ort stärken würde. Und dazu habe ich heute nichts gehört. Was Sie nämlich wirklich stärken, die innere Sicherheit vor Ort, wäre, wenn Sie endlich die Polizeidienststellen vor Ort personell verstärken würden, meine Damen und Herren. Und was sind denn da Ihre Initiativen? Sie reden die ganze Zeit, Sie hätten so viele Polizisten eingestellt. Haben Sie eben nicht. Sie haben in 19 Jahren Regierungsverantwortung von der CDU 1.000 Polizeistellen abgebaut, meine Damen und Herren. Das ist Fakt in diesem Land. Und Sie haben erst ein Jahr vor der Landtagswahl, nämlich 2017, ein Personalverstärkungsprogramm beschlossen, was auch unsere Zustimmung findet und richtig ist. Da kommen die ersten 2020. Die sind noch nicht da. Tun Sie doch nicht so, als wenn die alle schon da wären. Die kommen erst 2020 und keinen Tag früher. Sie haben 2017 noch 69 Beamten abgebaut. Das sind Ihre Zahlen auf eine Beantwortung unserer Anfrage. Also hören Sie doch auf, so zu tun, als wenn Sie hier Personal gestärkt hätten, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, Herr Kollege Frömmrich, sich hier hinzustellen und zu sagen, es ist alles so toll und so prima. Wir muten den Polizeibeamtinnen und Beamten in unserem Land ziemlich viel zu. Ich will das einmal sagen, und zwar alle miteinander. Weil das, was wir in der Politik machen, wirkt sich zuerst auf der Straße aus. Und die Polizeibeamtinnen und Beamten sind die Ersten, die den Kopf auf der Straße auch für Verfehlungen in der Politik hinhalten. Und deshalb hat dieses Haus verdammt noch einmal auch die Verpflichtung, für diese Beamtinnen und Beamten die Rahmenbedingungen so zu machen, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Und das haben Sie versäumt, meine Damen und Herren. Die Polizeibeamtinnen und Beamten in Hessen arbeiten am Limit. Sie sind insbesondere aber nicht nur im Schichtdienst so belastet, dass sie keine planbaren freien Zeiten mehr haben, was gleichermaßen für die Familie wie die Gesundheit schädigend ist. Ich will das einmal sagen, was Sie denen da zumuten. Die haben keine verlässlichen freien Zeiten mehr. Das zeigen die hohen Überstundenberge von fast 3 Millionen und die ebenso hohe Zahl an Lebensarbeitszeitkontostunden, was eigentlich nichts anderes ist als Mehrarbeit, sind auch 3 Millionen. Da haben Sie 6 Millionen Mehrarbeit. Das ist doch ein Ausdruck von Belastung, meine Damen und Herren. Was denn sonst? Dazu kommen 30 Krankheitstage im Jahr. 30, das sind nahezu doppelt so viel wie von allen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Hessen. Auch das ist nichts anderes als ein Ausdruck von immenser Belastung der Polizeibeamtinnen und Beamten in diesem Bundesland. Und das muss verändert werden. Und dazu habe ich von Ihnen heute nichts gehört. Nichts. Ich kann Ihnen auch aufzeigen, woran man das schön sieht, weil wir ja heute so schön über Fakten geredet haben. Dann kann man sich ja einmal die Tabelle zur Polizeidichte in der Bundesrepublik Deutschland anschauen. Da ist Hessen nämlich auf dem drittletzten Platz deutschlandweit mit 226 Beamtinnen und Beamten pro 100.000 Einwohnern. Zum Vergleich, Bayern hat 326, das sind 100 mehr pro 100.000 Einwohner. Selbst Thüringen
Selbst Thüringen hat 294 und Sachsen 266. Dann schauen Sie sich diese Tabelle einmal an. Hessen ist ganz unten. Dazu haben Sie heute auch gar nichts gesagt. Das ist Ausdruck Ihres Personalmangels. Herr Kollege Bauer, Sie haben die Fläche vernachlässigt. Sie haben die Dienststellen in diesem Land vernachlässigt. Sie haben immer mehr Aufgaben dorthin verlagert und haben das personell überhaupt kein bisschen abgebildet. Und deshalb fordern wir Sie auf unserem Programm, nämlich eine Streife mehr pro Dienststelle in ganz Hessen rund um die Uhr auf die Straße zu bringen, meine Damen und Herren. Zum Schluss noch einmal etwas zu Fakten sagen. Wir haben verdammt noch einmal die Verpflichtung, die Rahmenbedingungen für die hessische Polizei zu verbessern. Das heißt, Sie brauchen echte Perspektiven bei der Beförderung. Die haben Sie nicht. Das wurde versäumt bei der Einführung der zweigeteilten Laufbahn. Und wir haben ein Besoldungsgefüge mittlerweile, das nicht mehr stimmt. Wenn nämlich ein Bundespolizist in der A8 im mittleren Dienst mehr verdient als der Polizeibeamte in Hessen in der A9 im gehobenen Dienst, dann stimmt etwas nicht. Ich kann Ihnen sagen, wenn man den Vergleich zieht zu A10, Bundespolizei und hessische Polizei, dann sind das bei der Bundespolizei im Monat 190 € mehr. 190 € mehr pro Monat. Und da rede ich nur vom Grundgehalt. Da ist noch keine Zulage dabei, Herr Kollege Frömmrich. Und der Bund, übrigens unter Beteiligung der SPD, hat gerade einen Gesetzentwurf vorgelegt, wo das demnächst 290 € Unterschied sein werden. Also fordere ich Sie auf, die Beamtinnen und Beamten hier angemessen zu besolden, sie anständig zu behandeln und nicht einfach nur alles schönreden. Kollegin Faeser, Sie müssen zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, zum Schluss noch einmal mein Appell. Wir sind in der Verpflichtung, gerade die hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten, die so belastet sind, ordentlich zu behandeln und nicht hier einfach nur Schauanträge zu machen, Schauprogramme zu machen und alles schön zu reden. Nehmen Sie Ihre Verantwortung endlich wahr. Stärken Sie die hessische Polizei in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte hat so gut angefangen, aber gut. Arbeiten wir uns an den einzelnen Wortbeiträgen mit ein paar Bemerkungen ab. Zunächst einmal möchte ich feststellen für die Hessische Landesregierung, liebe Frau Kollegin Faeser, der Vorwurf, wir würden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht anständig behandeln, ist infam, und ich weise Ihnen mit allem Nachdruck zurück. Sie merken überhaupt nicht, wie Sie mit solchen Begrifflichkeiten, mit einer solchen Art und Weise des Umgangs mit einer solchen politischen Debatte Kräfte in unserem Lande stärken, von denen wir eigentlich hoffen, dass wir sie alle hier in diesem Landtag nicht brauchen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ja, Sie können sich ja darüber aufregen. Sie sind halt eben erwischt worden. Das ist halt nun mal so. Meine Damen und Herren, ich möchte mich bei dem Kollegen Horst Klee zunächst einmal sehr herzlich bedanken. Lieber Horst, wir haben zuletzt im Innenausschuss nebeneinander gesessen, und du hast gesagt, ich habe nicht immer Zustimmung empfangen. Ja, in der Tat, nicht nur bei diesen drei Fragen hier zu deinem Alter bzw. zu diesem Datum, sondern es war natürlich auch im Innenausschuss so. Und das, was dich, glaube ich, sympathisch hat rüberkommen lassen im Innenausschuss
und was dazu geführt hat, dass du bei allen Kolleginnen und Kollegen im Innenausschuss über die Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung gefunden hast, dass du als Vorsitzender des Innenausschusses keine Freund-Feind-Kennung hattest, sondern du hast versucht, irgendwie nach deinem Kopf diese Sitzungen immer geordnet über die Bühne zu bekommen. Das ist dir gelungen, und dafür möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken. Das war dann auch für den Minister nicht immer ganz einfach, aber das ist jetzt, das gehört mit dazu. Das war jetzt von mir herausgefordert. Meine Damen und Herren, ja, so ist es, genau. Aber es war ja mit Absicht, und ich gönne sozusagen dieses Tor vor allen Dingen dem Horst Klee. Und wenn wir beim Horst Klee sind, du bist Mitglied des Hessischen Landtages am 23.07.1993 geworden. Das habe ich noch einmal nachgeguckt. Und weil wir in einer Sicherheitsdebatte sind, liegt es ja nahe, noch einmal nachzuschauen, wie waren denn damals so die Verhältnisse. Und ich finde, wenn man sozusagen hier schon über Tatsachen und objektive Daten spricht, kann man ja einmal überlegen, wie war denn eigentlich damals so die Sicherheitslage in unserem Land. Und lieber Horst, du hast in der ganzen Zeit in der Innenpolitik mitgearbeitet. Deswegen gehört dir ein Anteil daran, dass wir es geschafft haben, dass wir z.B. bei der Frage, welches Ranking wir haben innerhalb der Bundesländer, wo wir mittlerweile auf Platz 2 angelangt sind, hinter Bayern und Baden-Württemberg, da waren wir damals auf Platz 9. Wir haben damals eine Situation gehabt, dass pro 100.000 Einwohner über 2.000 Straftaten mehr stattgefunden haben. 8.348 habe ich nachgeschaut. Heute sind es 6.046. Wir hatten damals über 100.000 Straftaten mehr in diesem Land. 494.000. Es war sogar im Jahr 1993 noch eine Steigerung von 92 auf 93. Und wir hatten eine Aufklärungsquote, die lag bei 42,4 %, über 20 Prozentpunkte unter dem, was wir im Jahr 2017 erreicht haben. Und ich finde, bei allen Diskussionen im Detail, was wir in dieser Zeit erreicht haben für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, kann man, finde ich, an diesen Zahlen wunderbar belegen. Es geht uns in den Sicherheitsfragen herausragend gut. Wir leben in einem sicheren Land. Wir haben das in den letzten 25 Jahren deutlichst verbessert in unserem Land für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich finde, bei allem Respekt vor politischen Debatten im Detail, darauf können wir insgesamt sehr, sehr stolz sein. Und das blendet an keiner Stelle aus, dass es immer noch viele Dinge gibt, die wir noch machen müssen. Ob das beim Wohnungseinbruchdiebstahl ist, darüber brauchen wir, Kollege Greilich, keine Sekunde zu streiten, dass wir dort noch besser werden wollen. Aber wir sind auch in den letzten Jahren immer besser geworden. Ich finde auch, dass man das zumindest mitschwingen lassen muss, wenn man darüber diskutiert. Wir haben nicht eine Situation, wo jeder in unserem Land Angst haben muss, dass bei ihm sozusagen ganz unmittelbar der Verbrecher vor der Tür steht und eingebrochen wird. Wir haben noch knapp 10.000 Straftaten, weniger als im Jahr zuvor. Wir haben eine höhere Aufklärungsquote, und wir haben eine höhere Versuchsquote. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger schützen sich auch ein Stückchen besser. Und es kommt zu diesem belastenden Ereignis, was Sie zu Recht beschrieben haben, kommt es viel seltener. Das ist doch ein schöner Erfolg. Lasst uns doch darüber reden. Lasst uns doch darüber reden, dass wir das erfolgreich hingebracht haben. Und deswegen finde ich auch, wir sollten uns davor hüten, dass wir uns gegenseitig vorwerfen, dass wir mit Politprosa und Politsprech irgendwelche. Also ich finde, das ist unangemessen für eine sicherheitspolitische Debatte, die wir hier im Landtag, finde ich, mit höherer Seriosität zu führen haben. Das sollten wir uns gemeinsam ersparen. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren Herausragendes erreicht, weil wir auch herausragend in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger investiert haben, an vielen, vielen Stellen. Und wir brauchen uns, Frau Kollegin Faeser, über die Frage, ob Stellen abgebaut worden sind, meine Güte, über die Frage mit den 1.000 Stellen habe ich als innenpolitischer Sprecher 2008 mit Ihnen schon in Podiumsdiskussionen gesessen. Da ging es um die Frage, ob die besetzt waren oder ob die besetzt waren oder nicht besetzt waren, als wir die übernommen haben. Das ist der Schnee von gestern. Das sind doch alles alte Debatten, meine Damen und Herren. Eins ist aber klar.
dass wir jetzt in den Haushalten festgeschrieben haben, dass wir über 15.000 Polizeivollzugsbeamte im Lande Hessen haben, so viele wie noch niemals zuvor in diesem Lande. Das steht jedenfalls einmal fest. Und wir reden, und das sage ich auch noch einmal, weil es halt eben immer so ein bisschen versucht wird zu interpretieren. Wir haben, meine Damen und Herren, wir reden von 11% mehr Stellen, von über 1500 mehr Vollzugsstellen. Nicht wie in anderen Bundesländern über die Frage, ob diejenigen, die ausscheiden, ersetzt werden, sondern es geht immer um einen Zuwachs. Und das ist die politische Leistung dieser Koalition. Und die lassen wir uns auch nicht in Abrede stellen, meine Damen und Herren. Und wir haben die Pflicht, Frau Kollegin Faeser, ich gebe Ihnen uneingeschränkt recht, wir haben die Pflicht, für anständige Rahmenbedingungen für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu sorgen. Wir haben diese Pflicht, aber wir haben diese Pflicht vor allen Dingen wahrgenommen. Das ist ja das Wesentliche, und wir haben sie auch finanziert. Wir haben sie bei Personal, wir haben sie bei der Ausstattung der Polizei, und wir haben sie beim Rechtsrahmen entsprechend wahrgenommen, diese Pflicht, Rahmenbedingungen zu besorgen, die korrekt sind. Und lassen Sie mich deswegen zu den Einzelfragen wenigstens ganz kurz ein paar Bemerkungen machen. Herr Kollege Schaus, seien Sie so gut. Die Frage des subjektiven Sicherheitsgefühls fängt bei den Debatten hier im Hessischen Landtag an. Und wenn man so einen Unsinn erzählt, wie Sie das eben gemacht haben, von Sturmgewehren gesprochen hat, lieber Herr Kollege Schaus, bitte seien Sie so gut, informieren Sie sich, bevor Sie hier im Hessischen Landtag den Mund aufmachen. Es handelt sich darum, dass wir unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausstatten müssen, dass sie sich in bestimmten Situationen auch dann entsprechend verhalten und auch letztendlich wehren können. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen Paris, Brüssel, Nizza, der Breitscheidplatz in Berlin, ob das an Ihnen vorbeigegangen ist. Natürlich müssen wir hessische Polizeibeamte darauf einrichten, dass sie auch in eine solche Situation kommen können. Und da müssen wir sie auch entsprechend ausstatten. Und was noch viel wichtiger ist, wir müssen sie trainieren. Wir haben in den letzten Monaten über 3.000 Kolleginnen und Kollegen genau auf diese Situation eingestellt und trainiert, damit sie eben nicht hilflos da sind. So macht man Sicherheitspolitik, indem man sich genau um die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen, aber auch um die Bedürfnisse für die Sicherheit im Lande ganz konkret kümmert mit einzelnen Maßnahmen, wie z.B. beim NIT-Training. Wir haben darüber hinaus, Frau Kollegin Faeser, die Debatte über die Frage der A10 bei der Bundespolizei und der A10 bei der hessischen Polizei. Damit ist Ihr Fraktionsvorsitzender schon gescheitert hier an diesem Rednerpult. Ja, das ist so. Es stimmt, die A10 bei der Bundespolizei ist besser besoldet oder ist besser dotiert als die A10 bei der hessischen Polizei. Ich brauche gar keine Tabelle, das weiß ich doch. Ich gebe es Ihnen doch zu. Nur wissen Sie, was der Unterschied ist? In der hessischen Polizei sind 60% in der A10 und bei der Bundespolizei 60% im mittleren Dienst. Die kommen da gar nicht hin, meine Damen und Herren. Das ist doch der Punkt. Lassen Sie mich, ach, meine Damen und Herren, ich habe da keine großen Sorgen, weil die hessischen Polizeibeamten wissen das sehr genau. Die wissen ganz genau, wie die Strukturen bei den Sicherheitsbehörden sind. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren, mit der Bemerkung, ja, Kompass ist ein tolles Programm. In der Tat, das meine ich nicht ironisch, und Ihre Bürgermeisterin in Schwalbach hat das auf den Pressekonferenzen, mit denen wir das zusammen vorgestellt haben, auch nicht ironisch gemeint, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, ja, Gießen und Marburg, die Sie hier hervorgehoben haben, die sich um diese Fragen vielleicht in der Vergangenheit besonders gut gekümmert haben, die wissen aber auch, dass Kompass ein gutes Programm ist, weil sie zeigen nämlich Interesse daran, sowohl die Oberbürgermeisterin von Gießen als auch der Oberbürgermeister von Marburg. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Zeuge für unser Programm und für die Maßnahmen, die wir getroffen haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 37 beendet. Soll über den vorliegenden Entschließungsantrag abgestimmt werden, dann lasse ich über die 6753 aus 19 abstimmen. Wer seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von FDP, SPD und der LINKEN. Damit ist der Antrag angenommen.